die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat vor, eine Mauer zu errichten, ne? Ganz wichtig, müsst ihr immer dran denken. Und zwar, ich habe hier mit dem Herrn Bösen Onkel vor 2 Wochen ein bisschen hin und her geschrieben. Hier seht ihr das. Ein paar Kommentare, ich will da nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall wird mir hier unterstellt, dass ich als so blöde bin und ich weiß ja nicht, wie man YouTube bedient. Ich mache das zwar schon 10 Jahre, aber auch wenn man das 10 Jahre macht, ist man ja ein Vollidiot, ne? Gut, mein Digga, wir haben unsere Fronten schon ein bisschen geklärt. Aber ich denke, es ist nicht der Einzige, dem es so geht, der eben selbst, wenn er es in einem Video gezeigt kriegt, immer noch der Meinung ist, nee, das kann nicht sein und bla bla bla. Ne? Und ich habe dazu mal ein paar Screenshots vorbereitet, beziehungsweise hier, das zeige ich euch direkt noch in YouTube. Hier hat vor 6 Tagen der, was, Annenholmüller 4032 unter dem Video E-Auto Hashtag 39 überraschendes Ergebnis Nickel-Cadmium-Akkus. Da könnt ihr seinen Kommentar auch selber mal lesen. Nicht, dass er weiß, ja, hier das ja auch wieder fake alles. Ne? Er sagt halt, dass sein Abo immer verschwindet von mir und dass er mich jedes Mal eben neu abonnieren muss. Mir geht das auch so. Ist ein geniales Beispiel. Hier haben wir Elf Lose. Liebe Grüße an Robert. Dasselbe bei mir, ist immer das Abo weg vom Robert, ne? Weil ich ihn seit 10 Jahren immer wieder fleißig abonniere und Segelrampe muss ich immer wieder abonnieren, aber das bilden wir uns natürlich alles nur ein, ne? Und dafür ist es mal das Video, dass ihr mal ein bisschen, ne, ich brauche dann nicht mehr hier 20 Kommentare schreiben mit irgendjemandem, da kann ich dann das Video hier verlinken, deswegen gibt es das Video. So, jetzt gucken wir mal. So, hier geht's jetzt weiter. Das ist jetzt Facebook, mein Facebook-Profil ja, von Action for Free. Und hier habe ich am 14. Januar habe ich ein Video geteilt. Das ist, glaube ich, echtes Jewel-Dief. Ja, echtes Jewel-Dief. Und ja, Facebook. Also es ist natürlich jetzt mein Fehler, dass das Videobild, wie hier, wird das Videobild angezeigt, also Thumbnail oder so, oder ein Stück aus dem Video, ein Bild, und dann wird eben, ne, das ist immer der Beitrag auf Facebook. Hier habe ich natürlich wieder den Fehler gemacht und die ganzen Vollidioten, ja, das ist alles dein Fehler. Ja, was soll ich da noch machen, Junge? Du spast, ich tue hier den Link teilen und es wird nicht mehr verarbeitet von Facebook, beziehungsweise das Bild wird nicht geladen, damit ihr da nicht, ne, damit das nicht so gleich, dass ihr da drauf trinkt. Kann euch jetzt jeder noch, ja, 14, das dauert ja 2 Minuten, wenn man das macht. Hier unten seht ihr es, ich hoffe, das ist im Video, mal kurz gucken. Hier ist der 25. 10 Tage später, Facebook hat es immer, also die KI macht das jetzt gleich, ne? Guckt da mal mein KI-Video, Jungs, oder bleibt halt dumm, mir ist so egal. So, Beispiel Nummer 2, das ist aber, glaube ich, dasselbe Ding. Genau das hier war quasi in der Action for Free Gruppe. Ne, also die Gruppenmitglieder, das sollen halt nicht das Thumbnail und so sehen, sollen halt wieder RDL gucken. So. Das ist dann auf meiner Seite Action for Free. Und hier ist dasselbe. Ne? Auch ja, am 14. Januar, 10.11 Uhr, war natürlich gerade keine KI da und kein Facebook-Mitarbeiter, die jetzt hier das Bild einfügen. Ne? Das geht jetzt. Bei euch geht das immer, wenn ihr euren sinnlosen Scheiß teilt. Ne? Komisch, dass bei mir nicht geht. Ne? Naja, auf jeden Fall seht ihr hier nochmal schön, dass. Ne, das Bild habe ich hier 16.09 Uhr, jetzt ist 16.08 Uhr. Ihr seht ihr hier, habe ich vor uns gerade mal aufgenommen, weil wir das eben aufgefallen ist, dass eben hier die Thumbnails für meine Videos nicht gezeigt werden. Warum nur? Und dann habe ich noch, okay, das war jetzt das dritte Bild, ne, hier, von dem der geschrieben hat. Es sind bestimmt noch viele andere dabei, die, wo meine Abos weg sind und ne, das war damals schon so. Und für mich ist es normal. Deswegen wird auch nie mein Kanal oder irgendwas, das wird nie durch die Decke gehen. Selbst wenn es mal durch die Decke geht, dann ist er wieder weg, weißt du? Also, wenn, wir können es nur so ein bisschen verstreuen und bla. Und ja, so sehe ich das. Überzeugt mich vom Gegenteil. In diesem Sinne, ne,
Also für denjenigen, der einen Kommentar gekriegt hat von mir mit dem Link von dem Video, wenn du das hier nicht begreifst und mir weiterschreibst, antworte ich dir nicht mehr. Wenn du es nicht begreifst, ist es dein Problem. Ne? Das sind deine Probleme, dann musst du dich drum kümmern, nicht ich. In diesem Sinne, lasst euch nicht verarschen und verarscht euch vor allen Dingen nicht selber. Ne? Tschüssi.